darin stößt man immer wieder auf verschiedene Hürden und Herausforderungen. Da befindet man sich oft in Bereichen, wo man das Gefühl hat, hier war noch niemand vorher. Und so schwierig manche Themen auch gewesen sind, guckt man da am Ende schon drauf und ist auch stolz drauf, was man da erreicht hat. Mein Name ist Sebastian Knapp. Ich bin Softwareentwickler bei der Weltenbauer Softwareentwicklung GmbH. Wir bei Weltenbauer haben einen Industriebereich, wo wir 3D-Industrieanwendungen erstellen und haben aber auch einen eigenen Games-Bereich, wo es um Spieleentwicklung geht. Mein Name ist Christian Rathmacher. Ich bin Geschäftsführer bei der Weltenbauer Softwareentwicklung GmbH in Wiesbaden, wo der Cram Planner entwickelt wird. Der Cram Planner ist eine Planungssoftware für Schwerlasthübe. Das heißt, man kann darin die richtige Maschine finden für den Hub, den man vorhat, kann außerdem seine Baustelle ausstatten und hat auch die Möglichkeit, eben verschiedene Reports zu exportieren, um eben auch am Ende Nachweise über die Planung zu haben. Ich bin Christoph May, ich bin der Produktmanager vom Cram Planner. Weltenbauer war ein bestehender Partner, die im Bausimulator einen Krane quasi gefeatured haben von Liebherr, wurden deswegen von uns für den Client ausgewählt als Partner im Bereich 3D-Know-how. Das Problem mit der bisherigen Planung ist, dass ich mir meine Modelle individuell zusammenbauen muss und bereithalten muss. Das heißt, ich habe dort Aufwand in der ganzen Vorbereitung, in der Aufbereitung der Modelle. Und ich muss mir zu jeder Maschine die Planungsdaten zusammensuchen und in meine Planung dann integrieren. Und das macht der Cram Planner, indem er beide Bereiche kombiniert und aufbereitet. Der Einsatz in Hamburg, in der Hafen City, ist ein Balanceakt zwischen all diesen Dingen, die man in Einklang bringen muss. Also schaffe ich es, eine Last aufzunehmen an einer Stelle, abzusetzen, beim Bewegen, beim Drehen, nicht zu kollidieren mit der Umgebung, die Traglast zu haben, die ich brauche, um eben sowohl den Start als auch den Zielpunkt zu erreichen. Und die Balance zwischen all diesen Aspekten, also Höhe, Radius, Kräfte, Kollisionen zu finden, das ist die Herausforderung eines Einsatzes im urbanen Raum. Im Gespräch mit einem Kunden wurde mir erzählt, dass mit dem Cram Planner einfach sehr viel schneller geplant werden kann, weil einfach der ganze Aufbereitungsprozess, die Vorbereitung der 3D-Modelle, die Kombination, die Auswahl der Traglasttabellen, das alles entfällt, weil es eben in diesem Paket schon enthalten ist. Und deswegen konnte in diesem einen Fall die Planung von ca. 2 Tagen auf 2 bis 3 Stunden reduziert werden. Damit wir eine Software wie den Cram Planner entwickeln konnten, mussten wir natürlich erstmal zu einem gewissen Wissensstand kommen, was überhaupt die Maschinen sind, die wir da abbilden wollen. Und wir arbeiten natürlich auch immer sehr dicht mit Liebherr zusammen, um das Fachwissen einzuholen, was wir brauchen, um die Maschinen korrekt abbilden zu können. Man muss sich anschauen, wie groß ist die Maschine, wo komme ich hin, welche Höhen erreiche ich, welche Radien erreiche ich. Es gibt ja ganz viele Varianten der Maschinen, sehr konfigurationsstark sind einzelne Modelle, bis zu 1,6 Millionen unterschiedliche Konfigurationen. Und die haben dann wiederum alles ganz individuelle Traglasten, auch je nach Geometrie, also nach Auslegerwinkeln, nach Nadelwinkeln, nach Varioballast und so weiter. Also eine Vielzahl von Parametern, die sich gegenseitig beeinflusst. Durch meine Arbeit im Cram Planner habe ich Krane erst wirklich kennengelernt und bin jetzt immer sehr begeistert, wenn ich irgendwo vorbeifahre und sehe eine bestimmte Maschine da stehen, die ich vielleicht sogar schon im Cram Planner mal gesehen habe. Was mich immer besonders freut, ist, wenn wir Feedback zum Cram Planner kriegen und wir auch sehen, dass wir Leuten wirklich die Arbeit erleichtern und Prozesse vielleicht wesentlich kürzer gestalten, als sie früher mal waren und deutlich weniger aufwendig. Und es ist immer schön zu hören, dass man Leuten das Leben dann noch ein bisschen einfacher macht.